Das Leben ist ein Wurfkonzert. Und für das Wurfkonzert, ganz im Ernst, hätte ich mir keine besseren GegnerInnen wünschen können als diese großartige Moderatorin und Schauspielerin. Und er ist der Frontmann und Songwriter von Revolverhead. Herzlich willkommen, Colleen Ullmann-Fernandez und Johannes Strate. Ich habe Geld gefunden. Man kann auch so machen. Moin, moin. Herzlich willkommen. Also hier gleich Geld gefunden. Ja, pack ich direkt rein. Direkt einstellen. $7. Was kriege ich dafür? Nichts, weißt du das? Nichts. $7. Ja, genau. Nichts wert. Kann man gegen Gibt was zu essen es einen Song, den ihr in 0,5 Sekunden erkennen könnt? Den eben ja. hätte ich jetzt. Den? Okay, ja. weil der sich so eingeprägt hat. Mhm. Kommen wir mal zu deiner musikalischen Vergangenheit. Oh mein Gott, was kommt jetzt? Background-Sängerin bei Shaggy. Stimmt das? Nee. Nee? Nee? Gut recherchiert, Herr Journalist. Ich habe ganz viel, also wirklich einige, eine dunkle Vergangenheit, was Musik angeht. Aber das Schöne ist, man guckt das ja manchmal nach für die Gäste, die kommen. Ne? Und das steht bei Wikipedia. Du weißt, was auch bei Wikipedia steht, ja? Dass ich eine Zellulite-Creme rausgebracht habe. Ja. Aber die habe ich doch gekauft. Wir kämpfen dagegen an seit Monaten. Und die sagen, ja, beweisen Sie, dass Sie keine Zellulite-Creme haben. Wo also, ich mir denke, wie soll ich denn das machen? Das stimmt. Hast du eine Zellulite-Creme rausgebracht? Wenn wir ja, genau. Ja, wo wir gerade bei dem Thema sind. Im Zweifel habe ich sie rausgebracht, logisch. Also, hör mal ganz kurz zu. In diesem heißt Spiel Joko Zellulite und kann man überall kaufen. Ne? Geht es jetzt darum, Songs zu erkennen. Und dabei hilft euch vor allen Dingen eine sehr gute Wurftechnik. Denn ProSieben hat bekannte Hits zerfleischt sozusagen und in seine Einzelspuren zerlegt. Folgendes müsst ihr jetzt machen. Ich zeige es euch kurz hier auf dem Boden. Mein Spiel. Es gibt unterschiedliche Felder. Ihr seht zum Beispiel Geige, Gesang, Gitarre, Bass, Schlagzeug und Zeitangaben dahinter. Das heißt, ihr werft gleich Hacky Sacks auf die betreffenden Felder und dann hört ihr zum Beispiel den Gesang 0,3 Sekunden lang oder den Bass 5 Sekunden lang. Ihr müsst anhand, sage ich mal, dieser einzelnen Sounds versuchen, den Song zu erkennen. Immer nur das werfende Team darf auch versuchen, den Song zu erraten. Ratet ihr den Songtitel richtig, gibt es einen Punkt. Ratet ihr den Songtitel allerdings falsch, ihr habt nur einen einzigen Versuch, bekommt das gegnerische Team den Punkt zugesprochen. Wir spielen Best of 7, das heißt, das Team, das als erstes 4 Punkte erreicht, gewinnt dieses dritte Spiel. Dürfen wir passen oder müssen wir raten? Nee, ihr müsst, nein, du wirfst genau, und dann hört ihr was. Und wenn wir sagen, we don't know, dann geht es einfach. Dann sind die anderen dran. Also es geht ja immer abwechselnd hin und her. Okay. Jetzt geht ihr erstmal da hoch auf die beiden Podeste oder Tribünen. Ihr bitte rechts, Colleen und Johannes und Klaas und Joko gehen auf die linke Seite. Also immer nur das werfende Team darf raten, also nicht einfach reinrufen, wenn ihr meint, ihr wisst es. Wir starten mit dem ersten Song und Joko und Klaas starten auch mit dem ersten Wurf. Aber gibt es noch Fragen vorab? Colleen, Johannes, Joko, Klaas, alles verstanden? Alles gut. Wunderbar. Noch nicht ergibt sich dann, ne? Also genau. Gitarre 8 Sekunden wäre natürlich geil, ne? Gitarre 8 Sekunden. Also übrigens das schwarze Feld, das ihr seht, ne, das ist Bass. 5 Sekunden. Also komplett. 0,9. Scheiße, okay, das ist einfach gar nicht gut. Aber Gitarre 6 ist aber. Ready to go? Los geht's. Hier kommt der erste Song. Wir schauen der erste Wurf von Klaas. Aber wohin wirfst du denn? Also ich wollte auf Gitarre 8 machen. Okay, gut. Nur, dass wir auch wissen, was du treffen wolltest. Das ist ein bisschen spannender. Oh Gott, ich sehe wieder nichts. Das liegt genau in der Mitte auf Blau und das ist in diesem Fall Schlagzeug 5 Sekunden. Ach Scheiße. Oh shit. Wisst ihr es? Kann ich es nochmal hören? Nee, nur einmal. Wie klingt denn der Song für dich? Das klingt weihnachtlich. Ja, aber da ist noch dieses Ding, Ding, Ding im Hintergrund. Weißt du, was ich meine? Das kann ich sagen, müssen wir wirklich. Bin Donner da? Aber ich habe keinen Plan, also nichts, was ich eindeutig erkennen könnte. Dieses Wonderful Dreaming. Cola-Lied da. Ist er das? Nee. Ach komm. Scheiß drauf. Lassen wir. Gut, jetzt sind Johannes und Colleen dran. Johannes. Ja, alles nur nicht. Worauf wirfst du? Oder was willst du treffen? Ach so, muss ich das vorher sagen? Nö, kannst du, aber das ist ja vor uns immer schön zu wissen. Ich versuche mal 6 Sekunden oder sowas. Nehme ich einen Bass. Ah nee, ist glaube ich. Was ist, wenn es auf 2 Feldern liegt? Ja, das ist also Bass oder Schlagzeug. Was wollt ihr? Ja, aber Schlagzeug hatten wir ja. Nehmen wir den Bass. Okay, dann kriegt ihr den Bass und der ist 10 Sekunden.
Scheiße, wiederholt sich. Habt ihr eine Idee? Ja, also das Risiko ist mir zu groß, dass die beiden Pflaumen den Punkt kriegen. Dann sind jetzt Joko und Klaas wieder dran zu werfen. Mit was brauchen Werfen. Wir? Gitarre brauchen wir. Gitarre. Ich weiß den Songtitel, glaube ich, aber nicht. Boah, geil. Gut. Gitarre, 8 Sekunden. Das spielt keine Rolle. Geht das dann so hoch, oder wie? Ich hab ne Idee. Wir sind noch dran, ne? Ihr seid noch dran. Ihr dürft raten, aber wenn ihr jetzt... Kann es sein? Nee, okay. Aber du denkst dran, wenn es falsch ist, ist der Punkt. Also ich brauche nur den Songtitel. Ne? Ja, okay. Alles andere hilft. Okay, nur den Songtitel. Na gut, ich weiß beides, wenn es das ist. Ist es Bittersweet Symphony von The Verve? Ist gut. Du sagst Bittersweet Symphony von The Verve. Ist das richtig? Wir hören kurz rein. Ja. Es ist richtig. Alter. Aber habt ihr auch? Ja. Warst du auch dabei, ne? Oh. Wahnsinn. Also der erste Punkt für Joko und Klaas. Glückwunsch an dieser Stelle. Danke. Colin und Danke Johannes, schön. Ihr legt jetzt vor. Wir haben ein neues Setup hier auf dem Boden. Hier kommt der zweite Song. So sieht er aus. Ihr seht unterschiedliche Felder. Mag ich. Und auch hier könnt ihr euch kurz orientieren und gucken. Und dann Johannes oder Colin, einer oder eine von euch beiden Hast du eben geworfen, oder ich? Werfen. Ist egal, ihr müsst nicht abwechseln, ihr ich könnt. Ich habe gerade. Wollen wir versuchen, sagen? Aber 0,3 bringt auch nicht so richtig viel. Auf jeden Fall schon, ja. Stimmt, ja. Aber ich sage nur, Song Nummer 2. Schlagzeug. Nee. Ach, versuchen wir es doch. Was ist euch mal Schlagzeug? 5 Sekunden? Ja, 5 Sekunden. Wenn es lang ist. Warte. Getroffen. Also, Schlagzeug 5 Sekunden. Da steht übrigens Schlagezug. Stimmt. Wollen wir einfach mal also einfach nur mal für alle nochmal, das ist das Schlagzeug, das ist nicht Schlagezug. Ja, das stimmt. Weißt du was? Wir hauen einfach mal einen raus, das ist Take On Me von Aha. Du sagst, es ist Take On Me von Aha. Scheiße, hast du recht. Und wir hören rein. Ich dachte, es ist eigentlich Stanley. Das kann sehr gut sein. Nein! Oh, geklaut! Nein. Das ist doch geklaut. Stimmt. Das ist geklaut. Das ist 1:1 geklaut. Ja, ist geklaut. Also ich meine, ganz ehrlich. Ja, The Weeknd, großer Hit. Aber The Weeknd hat einfach nur 10 Songs aus den 80ern gesampelt. Ja, da musst du das vor Gericht The Weeknd, kriegen. Blinding Lights du musst ist es gewesen. Du musst dieses Plagiat aufdecken, ansonsten kriegst du den du Punkt. Weißt das Aha. Es ist aber auch mies, weil das Original ist Aha. Du weißt, dass Aha das vor Gericht gebracht hat, oder? Und hat aber nicht geklappt. Haben die? Läuft noch. Na egal. Läuft noch? Also, okay, also zweiter Punkt, trotzdem für Joko Klaas. Also so machen, in dem Moment, wo das Gerichtsurteil rechtskräftig ist, dann werden wir uns hier noch mal treffen. Ja, und bettelt es aus. Trotzdem der zweite Punkt. Ich habe was anderes gedacht. Ich habe gedacht, das ist I'm Still Standing von Elton John. Schön. Der nächste Song steht an. Entschuldigung. Für einen Punkt. Entweder für Johannes und Colin oder für Joko und Klaas. Joko, ihr legt vor mit dem Werfen. Guckt kurz, wo welches Feld liegt, mit welchem Part und vor allen Dingen, hinten. Wie lang. Was möchtest du machen? Die letzte. Oh. Wir sagen 1,5. Okay. Okay. Ah, nee, 0,9 immerhin. 0,9 Sekunden. Was? Wenn ihr es nicht wisst, dann sind Colin und Johannes dran. Wollt ihr was sagen oder wartet ihr eine Runde? Nee, ich glaube, wir wissen eine Band, aber wir müssen uns da dann noch mehr sicher sein. Okay, Johannes und Colin, ihr seid dran. Ja, was bringt uns raus? Hau einen raus. Stark. Okay, getroffen, sehr gut. Ja. Und wir kommen zum Schlagzeug, 8 Sekunden. Passt zu der Band, ne? Das ist halt so relativ. Ne? Klingt auf jeden Fall schön, das Schlagzeug. Also denkt dran, Johannes und Colin, wenn ihr jetzt nochmal tippt und es ist falsch, haben die schon 3 Punkte, brauchen noch einen Ziel. Oder? Nee, ich würde auch sagen, es ist vor allem bei Song, keine Ahnung. Ja. Okay, Songtitel. Das heißt, ihr gebt ab, Joko und Klaas sind dran. Was euer nächster Wurf. Was machen wir? Also, darf ich mal? Ja, sicher. Das ist ja auch deine Sendung. Du bist ein lieber Mann. Ich mache da hinten 1,5 und wenn es Bass ist, auch nicht so schlimm. Ich glaube, das hilft. Ja. Ist dann aber. Oh.
Wo wolltest du hin? Ah, geil. Das ist Gitarre und zwar 4 Sekunden. Oh, nee. Ihr denkt dran, alles, was ihr flüstert, ja. Johannes und Joko, könnt ihr auch aufschreiben. Ja. Ne? Ihr müsst leise sein, weil am Ende geht es über die Studiobeschallung. Es ist, ich ja. weiß. Okay, warte mal. Du sagst es, Klaas? Ja. Okay, also. Es ist, wir sagen, es ist Meat Loaf mit I Would Do Anything for Love. Meat Loaf mit I Would Do Anything for Love. Johannes sagt, nein. Und wir hören mal rein. Stimmt das, ja oder nein? Simply the best, ne? Ah, hey, sag mal, ich hab sie doch gerade ins Ohr gesagt. Achso, nein, hab ich nicht gehört. Was? Ich hab dir das gerade ins Ohr gesagt! Achso, ja? Okay, warte mal, also ihr wart euch einig, aber ihr habt unterschiedliche Songs gemacht. Bei der Stimme war das doch Tina, also... Ich hab dir den Song ins Ohr gesagt! Also dieser Punkt geht auf jeden Fall an Johannes und Colin. Ihr hättet es geahnt. So, einen haben wir noch vor der Pause. Guck dir die Körpersprache an, die ist ganz schlecht gerade. Ja, aber macht ich hab doch gerade dir den Song gesagt. Lass sie diskutieren, das ist gut so. So, wir werfen aber dann sagt er nicht Colin ja. und Johannes, ihr seid jetzt und dran. Ein Punkt Stein, zu ne? zwei. Ihr werft den nächsten Stein, okay. den nächsten Egal. Hacky Sack. Und so sieht unser Song aus. Ich möchte mich entschuldigen. Nee, ist nicht schlimm. Kann passieren. Mein Gott, hey. Ja, gut. Völlig wahllos, ne? Möchtest du hast einen Grund? Weiß nicht. Gesang 0,3 bringt auch nicht bring viel, ich, ne? Also Schlagzeug 10 Sekunden. Ja, machen wir Schlagzeug, viel. Ja. Okay, ganz lässig aus der Hüfte. Schlagzeug 10 Sekunden. Ja, toll. Sehr witzig. Ja, hätte ich auch gedacht. Ja. Das ist, okay, das genau. Heißt, also denkt immer dran. Das ist kein Bass. Das ist Johannes Bass. Und ja, Colin. Ja, noch dran. Ja, ihr seid noch dran. Okay. Ihr könnt noch beraten, ihr könnt auch aufschreiben. Momentan 2-1 für Joko und Klaas. Haben die dann schon gewonnen? Ansonsten. Nee, die haben noch nicht gewonnen. Die hätten dann ihren dritten Punkt. Die da. Aber die sind haben kurz nach. Davor. Die, wir können sie hören, Frau Nachbarin. Vielleicht macht es ja auch mehr Spaß, wenn ein Risiko geht, ne? Ja, also ihr könnt ein Risiko gehen, wenn ihr wollt, aber dann müsstest du mir jetzt auf jeden Fall also, den Titel nennen. Ne? Warte mal, ich kombiniere mal. Da hier nirgendwo Bass steht und der Bass bei diesem Song absolut alles vorgeben würde, ist es Seven Nation Army. Jo. Du sagst Seven Nation also. Army, wir hören rein und es ist... Oh, Wahnsinn. Ja. The White Stripes, Seven Nation Army. Jetzt kommt die Ey, Base. Wahnsinn. Wahnsinn, sehr, sehr gut. Damit gleicht er aus, es steht 2-2. Ihr seid jetzt dran mit dem nächsten Song, Nummer 5. Ihr dürft werfen und so sieht er aus, wenn man ihn verhackstückelt. Bitte schön, wer wirft, Klaas oder Joko? Gesang, 2 Sekunden. Ah, nee warte, ich guck's mir an. Das ist ein super Wurf, der liegt auf Gesang. 2 Sekunden, hier kommt er. Edge of the world in all of... Oh, Dream of Californication and Imperial Chili Peppers. Ja. Also das war jetzt schon die Antwort, hast du im Prinzip gesagt. Und wir hören mal kurz rein. Edge of the world in all of... Aber das ist natürlich... Hier. Also wir haben natürlich auch die Felder klein gemacht, die ganz wichtig sind, aber das direkt zu treffen. Er ist stark. Chapeau, ist natürlich ganz stark. Und habe ich zu viel versprochen, meine lieben Zuschauer? Ich habe es schon gesagt, in der Anmoderation, dass ihr das könnt. Ja. Das ist ein Punkt für Joko und Klaas. Damit steht es 3-2. Ihr braucht noch einen einzigen, aber jetzt seid ihr dran, Colin und Johannes, mit diesem Song. Der sieht so aus. Ah. Was sucht ihr euch aus? Was wollt ihr nehmen? Was wollt ihr treffen? Bei Weiß. Was denn? Hier? Gesang 4 Sekunden. Gesang 4 Sekunden, Gesang 6. Soll ich einfach versuchen, da hinten Gesang 4 Sekunden zu treffen? Ja, gut, ich versuche. Was machst du? Gesang 4. Und du triffst genau Gesang 4 Sekunden. Ja. Das dachte ich mir nämlich. Wie heißt, wir können ja... Ihr könnt ja reden oder schreiben, ne? Colin und Johannes, denkt dran, ihr könnt auch schreiben. Warte ganz kurz, hier ist euer Hacky Sack. Überlegen noch? Ihr könnt überlegen. Ihr liegt zurück. Wenn ihr euch jetzt falsch entscheidet, bekommt ihr den Punkt, gewinnt das Spiel. Also überlegt gut. Also, naja, gut. Also wenn... Sollen wir zusammenfassen? Ja, ihr könnt ja eine längere Erklärung geben, am Ende brauchen wir einen Songtitel. Es ist der Titelsong von der Eisprinzessin und das ist Let It Go, würde ich sagen. Ihr sagt, das ist Let It Go und das wäre dann ein 3-3. Dann hättet ihr ausgeglichen und dann hätten wir auf jeden Fall noch eine letzte Runde bei diesem wunderschönen Spiel. Oder ist es automatisch der Siegpunkt für Joko und Klaas? Wir hören mal rein.
Wow. Oh. Scheiße. Krass. Das ist leider falsch. Es ist nicht Let It Go. Es ist Where Is My Mind. Pixies. Alle vier kommen bitte runter. Aber es lohnt sich. Die Barbara kann ich nochmal. Okay, danke mal. Aber wir sehen schon, es hat euch allen vielen großen Spaß gemacht. Das heißt, dieses Spiel hat die große Chance, wiederzukehren. Mega Spiel. Aber ich Mega Spiel. Gesagt, ne? Nein, ich hab's noch, aber ich war bei diesem ja, getrunken. Oh, ja. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle an Colleen und Johannes. Danke euch fürs Mitmachen. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Das ist so ein Spiel, das macht so viel Spaß, will man gerne länger spielen und man will eigentlich gar nicht aufhören. Ne? Ich dachte auch so, oh, bitte, jetzt lass ich den Punkt kriegen. Ja, genau, damit und dann können wir noch eine weitere Runde spielen. Hat in diesem Fall nicht geklappt, es tut mir leid. This is my friend.